Hallo an alle und willkommen zurück zu Formel 1 2020, zum Multiplayer, zu einem neuen Ranglistenrennen. Und wir fahren heute, ich bin schon vorbei hier am Setup, China. Und wir haben hier ein schönes Blitzqualifying im Regen. Naja, das kann ja was werden. Wir sind hier in der Session, in der Lobby wieder, mit nicht ganz so vielen Leuten drin. Irgendwie erwische ich gerade immer, ja, welche, die jetzt nicht so voll sind. Ich weiß gar nicht, wie viele drin sind, 5 Stück oder 6 Leute oder ein paar mehr, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall nicht allzu viele. Was eigentlich auch meistens nicht ganz so schlecht ist, wenn ich ehrlich bin. Wobei natürlich Rennen mit mehr Leuten um einiges mehr Spaß macht, wie wenn man jetzt nur gegen 5 Leute fährt oder so. Aber da in so kleineren Lobbys kann natürlich schon mal nicht ganz so viel passieren, wie in so vollen Lobbys. Aber wir schauen mal, wie die anderen hier überhaupt fahren und ob wir unsere Safety-Wertung heute wieder ein bisschen nach oben bringen können. Ich hoffe einfach mal, dass im Rennen das Wetter gut ist, weil ein Regenrennen will ich eigentlich nicht unbedingt haben. Wobei da vielleicht die anderen auch noch schlechter sind als ich im Regen, ich weiß es nicht. Der erste wurde schon disqualifiziert. Und wir haben den schnellsten zweiten Sektor auch noch. Den ersten hatten wir auch schon. Das heißt, sieht ganz gut aus, dass wir hier auf der Pole Position landen. Solange wir jetzt natürlich keinen Fehler mehr machen. Hier schön auf die Gerade drauf. Vollgas. Dann noch die letzten Kurven überleben. Die letzten zwei. Aber eigentlich sollte da nichts mehr schief gehen. Hoffe ich zumindest mal. Man weiß nie. Hier nicht abkürzen auf jeden Fall. Nicht zu weit rauskommen. Damit sollten wir die Pole Position haben. Nice. Läuft, fängt ja schon wieder gut an hier. Gutes Qualifying. Hoffentlich dann auch ein gutes Rennen. 1,48. Holy shit. Was waren die denn für Zeiten? Okay, ich glaube... Das könnte ein gutes Rennen für uns werden. Hoffe ich zumindest einfach mal. Ich weiß natürlich nicht, wie es mit der Safety-Wertung ist. Ob man da mehr Prozent bekommt, wenn man gegen mehr Leute fährt und ein sauberes Rennen hat oder wie das funktioniert. Das weiß ich natürlich echt leider nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ja. Wir versuchen hier natürlich trotzdem ein sauberes Rennen zu fahren. Und wir sind hier einfach 3,6 Sekunden vor dem zweiten. Holy shit. Nice. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele noch ins Rennen reinkommen, also die ohne Qualifying mitfahren. Man kann ja nach dem Blitzqualifying nochmal ins Rangliste-Rennen reinscheunen. Ich kann nicht mehr reden. Holy shit. Genau. Deshalb werden es wahrscheinlich ein paar mehr sein. 8 Leute vielleicht. Ich weiß es nicht. Werden wir gleich mal sehen. Und zwar genau jetzt gleich. Anscheinend werden mir gar keine angezeigt. Ist natürlich auch perfekt. Vielleicht spinnt Steam auch schon wieder oder ich wurde aus Formel 1 rausgeworfen oder es wird mir einfach nicht angezeigt. Ich weiß es nicht. Naja, werden wir gleich sehen. Ich hoffe mal, dass das Rennen starten wird. Oh ja, geht schon los. Holy shit. Okay, anscheinend ein Rennen gegen 4 andere, also zu 15 in der Lobby. Eigentlich nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Da hinter uns dreht sich einer schon fast raus. Alright, we're looking good so far. Ja, so far alles okay. Gelbe Flagge, da ist Filippo irgendwas. Der auf P5 ist aktuell, hat sich irgendwie wahrscheinlich rausgedreht.
Und wir sind vorne, nice, okay. Hoffentlich können wir uns ein bisschen absetzen von den anderen, aber es sieht ganz gut aus. Wobei der Doktor 95 hat hier P2 geholt. Oder fährt es auf P2. Hat The Real Kindy überholt. Aber die haben sich rausgeschossen. Hinter uns zumindest einer ist abgeflogen. Und wir haben die schnellste Runde mit 1:35,9. Okay, das wird wahrscheinlich auch wieder ein einsames Rennen vorne bei uns. Aber es soll mir recht sein, um ehrlich zu sein. Vielleicht kommen wir dann auch wieder auf Fahrerrang Gold irgendwann mal. Wäre natürlich auch ganz cool. Wobei wir dann wahrscheinlich nicht mehr so weit vorne mitfahren werden. Ja, 5,5 Sekunden, 5,6 fast. Ja, jetzt sind 5,6. Nice. Okay, das ist geil. Dass wir hier so gut wegkommen. Das heißt, wir können uns wieder voll drauf konzentrieren, hier nicht über die Streckenbegrenzung rauszukommen. Schnellste Runde. Nice. Und der Dritte hat schon eine 2-Sekunden-Strafe bekommen, weil er wahrscheinlich irgendwo rausgekommen ist. Irgendwo abgekürzt hat. Ich wusste gar nicht, dass wir die Kurve da Vollspeed fahren können. Hab da, glaube ich, sonst immer gelupft. Aber naja, anscheinend geht es. Okay, wir müssen auch bald auf Gemisch 2 runterstellen. Wobei, ein bisschen geht noch. Okay, ich glaube, wir können sogar auf Gemisch 2 runterstellen. Ja. Lieber ein bisschen zu früh runterstellen, als dann zu spät. Wobei, ein bisschen Puffer haben wir ja noch, also... Wir könnten noch ein bisschen auf Fett fahren eigentlich, aber egal. Ich bleibe erstmal auf Standard. Zur Not fahren wir lieber am Schluss dann nochmal auf Fett. Die schnellste Runde gehört auch immer noch uns. Okay, wäre auch komisch, wenn von denen einer schneller fahren würde. Weil dann würden die auch auf jeden Fall gut rankommen. Aber das tun sie ja nicht. Zehn Sekunden schon. Ha, nice. Okay, das ist gut. Und der letzte ist einfach ewig hinterher. Ewig. Eine halbe Runde, eigentlich, bisschen weniger.
Und damit kommen wir auch schon in die letzte Runde. Ich würde mal sagen, das haben wir safe gewonnen. Oh, aber auf dem zweiten und dritten Platz wird es noch spannend, weil der zweite hat eine 2-Sekunden-Strafe und der dritte ist aktuell keine 2 Sekunden weg vom zweiten, aber ganz knapp. Also bei denen wird es auf jeden Fall noch spannend. Bin ich mal gespannt, wer der zweite wird. Alles könnte knapp werden. Oh, das wird ganz knapp bei denen. Holy shit. Ich bin mal gespannt, ohne Witz. Okay, das ist noch interessant bei denen auf jeden Fall. Wer bremst später hier am Ende? Und wer kommt hier wieder besser raus? Okay, ja. Ich glaube, der Doktor hat P2 sicher. Oder? Ja, doch. Okay. Hat er noch gut hinbekommen, auf jeden Fall. Ja, nice, okay. Da ist er noch gut rausgefahren, auf jeden Fall. 1 Sekunde Vorsprung sogar. Und wir haben 12 Sekunden Vorsprung auf den guten Doktor. Holy shit. Okay, dass wir so gut wegkommen, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, das bin ich mal auf die Safety-Wertung natürlich wieder gespannt. Wo wir da rauskommen werden. Und der letzte hier ist noch auf der Geraden. Und kommt dann auch bald ins Ziel. Na, so langsam hat es geschafft. Wir könnten eigentlich mal die Rundenkarte einblenden. Das wäre eigentlich auch ganz schön gewesen, wenn wir das vorhin gemacht hätten. Aber egal. Wobei, ist das hier jetzt auch nicht so extrem spannend. Wir waren ja hier alle mit Riesenabstand zueinander unterwegs. Und wir haben hier P1 geholt. Ein sauberes Rennen gefahren. Schon wieder eins. In der letzten Folge sind wir auch ein sauberes Rennen gefahren. Heute schon wieder. Richtig gut. Es geht, würde ich mal sagen, langsam Richtung C-Safety-Wertung. Und wir hier auf dem Podium. Das können wir natürlich hier schön überspringen. Und mal die Wertung hier angucken. Wir sind noch auf Silber. Und auf 94 Safety-Wertung. Perfekt. Jetzt müssen wir natürlich die nächsten Rennen auch noch gut fahren. Aber ich hoffe, euch hat das Rennen heute wieder Spaß gemacht. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder bei anderen Videos. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.